Shabarura de Scarab Shurab Scarab de. Für mich bedeuten die Seifenblasen die Leichtigkeit im Moment. Sie sind auch so wie wir Menschen. Manche sind größer, manche sind kleiner und jede ist einzigartig. Jede hat eine andere Form, Größe. Manche halten länger, manche halten nur sehr kurz. Sie kommen ins Leben, sie reflektieren die Farben, sie brechen das Licht. Und wenn sie gehen, bleibt die Freude, die wir dabei erlebt haben. At the right place, I can see the sun shining in your face. Love is a blessing, oh yes it is. Life is a blessing, yeah. You are a blessing. Love is a blessing, yeah. Cosmic souls come together now. We come together now. Children of the stars, children of the rainbow. We come together now. Come together now. Kinder sind meistens verzaubert und sehr emotional aufgeregt und fröhlich. Manche sind ganz erstaunt und schauen nur mit großen Augen und sind voll im Wundern. Und auch bei Erwachsenen wird das innere Kind wiederbelebt und man sieht auch in den Augen der Erwachsenen die Kindlichkeit des Menschen, das jeder in sich noch trägt. Oh yes, we chanted, we chanted, we chanted the name of freedom. Oh, yes, we sing it, we sing it, we sing it in the name of unity. Oh yes, we dancing, we dancing, we dancing. Beat up Mama Earth. Oh yes, we chanted. We chanting, we chanting. Es kommt aufs Kind an. Es gibt Kinder, die haben die einzige Begeisterung dabei, die Blasen kaputt zu machen. Manchmal, wenn man ihnen dann zeigt, dass sie auch selber welche machen können, dann hören sie auf damit und genießen auch das Selbermachen und das Entstehen lassen. Und oft zeige ich den Kindern, wie man Seifenblasen in Seifenblasen hineinbläst. Und wenn sie da sehen, dass sie auch mit den Blasen spielen können, anstatt sie nur kaputt zu machen, dann haben sie auch da ein großes, spaßiges Erlebnis. I can see the sun shining in your face. You know love is a blessing. Life is a blessing, yeah. You are a blessing. Oh, yes, you are. Love is a blessing, yeah. Cosmic souls come together now. In meinem Leben haben die Seifenblasen sehr viel verändert. Sie haben mir einen Weg gezeigt, wie ich mich in dieser Welt behaupten kann, sprich meinen Lebensunterhalt verdienen kann und dabei Spaß haben kann und Freude verbreiten kann. Und das ist ein Geschenk für mich, das unbezahlbar ist. Und sie haben in mir auch das innere Kind wieder geweckt, wieder das Spielerische. Noch mehr geweckt und ins Leben gerufen. Und das merke ich auch in meinen Kontakten mit Menschen, dass mehr Farbe hineingekommen ist ins Leben. Yes, we chanted, we chanted, we chanted in the name of freedom. Yes, we sing it, we sing it, we sing it. In the name of unity, oh yes, we dancing, we dancing, we dancing to the beat of Mama Earth. Oh yes, we chanting, we chanting, we chanting.
wenn ich Seifenblasen in einem Raum mache oder in einem öffentlichen Raum, die Atmosphäre verändert sich sofort. Sie wird friedlich, sie wird freudig, magisch auch und verzaubernd, die Atmosphäre. Also es entstehen Dinge, glaube ich, an die Menschen schon vergessen haben, dass es möglich ist. Dass ein Zauber in unserem Leben innewohnt, der eigentlich jederzeit da ist, auch im Alltag, nur den vergessen wir. Und die Seifenblasen sind so außergewöhnlich und bezaubernd, dass man dessen wieder erinnert wird. Skara de Shabarura de Skara Shura Skara de Love is a blessing.